herzlich willkommen zu unserer kleinen Eröffnungsfeier. Sehr geehrter Herr Staatsminister Bernreiter, sehr geehrter Herr Altbürgermeister, lieber Maximilian, sehr geehrte Pressevertreter, sehr geehrte Vertreter der beteiligten Baufirmen, liebe Mitarbeiter, die Staatsstraße 2082 ist die wichtigste Verbindung zwischen Kirchheim und dem angrenzenden Landkreis Erding, denn von hier gelangt der gesamte Osten am schnellsten Weg auch zur Autobahn. Mitte 2023 wurde dann letztendlich der Umbau begonnen, der Ausbau zu dieser ampelgesteuerten Kreuzung, und wir stellen jetzt schon fest, sie funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben nicht nur den Verkehrsfluss im Auge gehabt, sondern eben auch die sichere Verkehrsüberquerung, sprich die Fuß- und Radwegbrücke. Eine von mittlerweile jetzt 5 Brücken, die wir in Kirchheim haben. Und Ziel dieser Politik ist es, dass wir tatsächlich Fuß- und Radwegverbindungen verkürzen wollen, um so zu animieren, das ein oder andere Mal aufs Auto stehen zu lassen, weil weniger Autoverkehr bedeutet einfach mehr Lebensqualität. Ja, froh sind wir über die Förderung des Freistaats Bayern, der also 75% der Gesamtkosten von 7 Millionen, circa 7 Millionen. Die Gesamtförderungshöhe war bei 4,9 Millionen durch den Freistaat Bayern. Ja, kurze Wege bedeuten soziale Kontakte, kann man leichter aufrechterhalten. Kurze Wege für die Nahversorgung, kurze Wege zum Heimstettener See, zum Ortspark für sportliche Aktivitäten. Die Brücke steht für den Wunsch, uns gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam, auch weiterhin hier in diesem Ort, gemeinsam voranzugehen. Ich war beim Spatenstich dabei, dass das eine sehr wichtige Maßnahme ist. Wir haben durch das kommunale Sonderbaulastprogramm die Möglichkeit, da ein gewisses Ventil, einen Bypass einzulegen, dass man Maßnahmen, die halt von besonderer Bedeutung sind und der Kommune besonders wichtig sind, dass man dann mit Förderung des Freistaats Bayern die Aufgaben des Freistaats übernehmen kann. Das hat hier stattgefunden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgewirkt haben, insbesondere bei der Gemeinde, beim Herrn Altbürgermeister, du hast dir das damals mit auf den Weg gebracht mit deinem Gemeinderat. Ich möchte mich bei den Anwohnern, den Grundstückseigentümern ganz herzlich bedanken, dass es alles funktioniert hat. Und Sie haben das vorher so schön gesagt, Herr Bürgermeister, die Daten brauche ich jetzt nicht alle wiederholen. Es geht nicht, dass wir uns irgendwie da verewigen, sondern es geht darum, dass wir den Verkehr sicherer machen, dass wir auch für die Fußgänger, für die Radfahrer die berechtigten Interessen mit einbringen. Und es geht natürlich auch, dass insgesamt der Verkehr auch flüssiger wird und Gefahrenstellen beseitigt werden. Das haben wir damit geschafft. Wir beten zu unserem Herrn und Gott. Allmächtiger Gott, segne alle, die mitarbeiten und mitarbeiten an dieser Brücke, sie zu pflegen und zu planen und zu bauen. Also, einmal Blick zu mir. Allzeit gute Fahrt. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich muss wieder zurück. Na dann, dürfen wir aufgrund des hohen Vandalismus, der hohen Vandalismusrate schmeißen. Herr Minister, zur Einweihung von der neuen Brücke hier, was bedeutet das für den Freistaat Bayern, so ein großes Objekt? Ja, im Landkreis München, das ist in der Metropolregion hier, ist uns die Verkehrssicherheit besonders wichtig. Hier haben wir viele Fahrzeuge, die unterwegs sind. Wir wollen natürlich auch auf die Sicherheit der Fußgänger und der Radfahrer besonders achten. Das ist hier mustergültig gelungen. Darum haben wir uns hier auf Wunsch der Gemeinde, die das Projekt übernommen hat, mit unserem Programm Kommunale Sonderbaulast mit 75% oder 4,9 Millionen Euro beteiligt. Das ist für die Kommune natürlich sehr erfreulich. Frage, wie gefällt Ihnen die Brücke? Generell ist ja ein ganz tolles Objekt hier. Ja, als Stahlbauingenieur bin ich natürlich von der Stahlbrücke immer begeistert. Sehr schön. Dann habe ich gehört, machen Sie einen Rundgang auch auf der Landesgartenschau? Ja, die Fraktion ist heute halt da. Ich habe leider einen anderen Termin. Schade. Ich habe die letzte Woche so viel in Berlin verhandeln müssen, dass ich jetzt alle Termine nachholen muss. Dann muss einer sagen, dann versäumen Sie was, aber vielleicht können Sie es ja nachholen. Ich hoffe, dass es noch mal klappt. Der Bürgermeister lädt dann bestimmt noch mehr ein. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Minister. Gerne.